Monthly Overview of the Markets. Herzlich willkommen hier zu diesem Monatsreport. Ich habe es ja im letzten Monatsreport bereits angekündigt. Ich werde hier einmal im Monat ein Video veröffentlichen, wo ich mir die Gesamtmärkte anschaue. Vor allem eben mit dem Hintergedanken, dass ich der Meinung bin, dass 99% der gesamten News eigentlich nur Neues sind. Das bedeutet, wir leben in einem Zeitalter der Reizüberflutung. Das bedeutet vor allem, dass wir andauernd konsumieren. Dieser Konsum weitet sich zur Sucht aus. Das Problem ist nur, wenn wir investieren, brauchen wir rationale Entscheidungen, vor allem basierend auf Zahlen, Daten, Fakten. Es ist ganz wichtig bei jeder Investmententscheidung, nicht einfach nur die gesamte Flut an Informationen, die ins Gehirn gekommen ist, die kann man gar nicht verarbeiten, deswegen kann man die auch in diese Investmententscheidung nicht einfließen lassen. Und genau das ist das, was ich mit diesem Format eben machen möchte. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass weniger manchmal mehr ist. Ich habe hier einmal im Monat, bringe ich das sozusagen raus, wo ich auf die Formate oder auf diese Inhalte schaue, die ich am wichtigsten erfinde und daraus dann auch meine Investment-Conclusio ziehe. Ganz kurz, was ich dieses Mal gemacht habe und was ich, wenn euch das interessiert, auch gerne in der Zukunft machen werde, ist, ich habe diesen gesamten Report nun einmal schriftlich niedergeschrieben. Da saß ich die letzten 2-3 Tage dran. Mitunter auch, weil das teilweise bei der Word-Formatierung ein Haufen Arbeit war. Aber der ganze Report ist schriftlich ausformuliert. Das war ein Haufen Arbeit, aber ich werde den zur Verfügung stellen. Allerdings nicht kostenlos. Ich habe lange überlegt, soll ich ihn einfach mit reinpacken? Was ist ein faires Pricing? Im Endeffekt habe ich mich dazu entschieden, ihn für 20 Euro anzubieten. Einfach in dem Licht oder hinter dem Hintergrund, dass ich mir denke, wenn ich ihn gratis raushau, dann wird es einmal nicht geschätzt und zweimal möchte ich die Investoren oder die Leute aus der Community dazu begeistern, dazu hinführen, sich vermehrt mit den Investmententscheidungen zu befassen, sich vermehrt mit dem Thema Investieren befassen. Und das große Problem ist, alles was gratis ist, schätzt man nicht. Der Report hat über 20 Seiten, wird, wenn ich das so weitermache, wie ich mir das vorstelle und das eben auch Anklang findet, die nächsten Monate teilweise auch über 20 Seiten haben. Er schließt dann vor allem auch mit der Conclusio, wie man sich für die nächsten Monate investiertechnisch aufstellen sollte, welche Investments vermutlich besser und schlechter laufen. Und mein Ziel ist es wirklich, nicht an die Masse zu appellieren. Für die Masse würde ich keinen 20-Seiten-Report schreiben, sondern mein Ziel ist es, wirklich an die kleine Zahl von Menschen zu gehen, also eine ganz starke Nische, die sagt, ich will wirklich meine Investments verstehen. Ich bin passionierter Investor. Vielleicht haben viele auch negative Erfahrungen gemacht. Vielleicht haben viele auch jetzt viel Geld verloren mit den ganzen Krypto- und Tech-Stocks-Drama. Und im Endeffekt möchte ich den Investor dazu ermutigen, sich mehr mit der Materie auseinanderzusetzen, tiefer ins Investieren einzusteigen. Und aus diesem Grund auch der kleine Filter, der kleine Einstiegsgap, 20 Euro. Es ist im Endeffekt weniger als 1 Euro pro Tag, einmal im Monat. Mein Ziel ist es, dass das einmal eine wichtige Informationsquelle ist, bis hin zur einzigen relevanten Informationsquelle, um Investmententscheidungen zu treffen. So viel der langen Rede. Jeder, der den Report lesen möchte, schaut einfach in der Beschreibung. Das ist einfach jetzt mal ein Start. Das ist mehr oder weniger nicht geplant gewesen, hat sich einfach so ergeben, weil ich mir gedacht habe, schreibe ich es halt nieder und irgendwann war das dann so viel Arbeit und habe ich mir gedacht, ja nee, gratis will ich es jetzt aber nicht raushauen. Deswegen, jeder, der an die PayPal-Adresse unten 20 Euro schickt, den mail ich dann den Report zu. Jetzt wollen wir aber einmal reinsteigen. Hoch die Zinsen, was bedeutet das jetzt? Wir alle wissen, dass das große Problem, das wir zurzeit haben, oder vielleicht auch die große Herausforderung und auch das Thema, was die nächsten Monate weiter dominieren werden, ist, dass alle Zentralbanken nun anfangen, vermehrt sukzessive die Zinsen anzuheben. Sogar die Europäische Zentralbank
die war ja wirklich spät dabei, hat sich jetzt dazu vorgerungen oder dazu durchgerungen, auch die Zinsen ein wenig zu erheben, sind aber immer noch negativ. Wir sehen aber, also bei der Europäischen Zentralbank, um das vielleicht mal wirklich zu erklären, sind die Zinsen noch negativ. Die Nominalzinsen sind immer noch minus 0,25. Wir haben bei den meisten anderen Zentralbanken bereits positive Nominalzinsen. Wir alle wissen aber, alles, was zählt, ist der Realzins. Also Zins minus Inflation. Der ist weiterhin durch die Bank überall negativ. Das bedeutet, egal wie man anlegt, momentan verliert man Geld, verliert man Kaufkraft, wenn man es gegen die Inflation vergleicht. Das ist natürlich ein spannendes Spiel, ganz bewusst natürlich so aufgesetzt. Man kann keine positiven Realzinsen haben, einfach deswegen, weil die Regierungen, die Unternehmen brutal stark verschuldet sind und durch die negativen Realzinsen werden sie eben entschuldet. Und wenn man sich das mal anschaut, Realzinsen von minus 7% heißt natürlich eine sehr, sehr starke Entschuldung für den Staat. Wir als Konsumenten oder als Bürger müssen natürlich wissen, im Endeffekt zahlen wir die Zeche. Das ist natürlich ganz klar. Man hat Geld gedruckt und jetzt muss irgendwie die Rechnung kommen und so wird es eben Inflation über die Inflation gelöst. Was ganz wichtig ist, was jetzt hat viele Leute verstehen müssen, wenn die Zinsen steigen, Zinsen sind die Schwerkraft in der Welt des Investierens, dann gehen die ganzen Aktienkurse nach unten und jeder ist auf der Suche nach sogenannten Safe Havens. Safe Havens bedeutet, wo kann ich mein Geld jetzt parken, wenn alles fällt? Und wir sehen einfach dadurch, dass die Zinsen steigen, werden Anleihen immer interessanter. Denn Anleihen und Zinsen korrelieren negativ. Das bedeutet, wenn der Zins hochgeht, was wir gerade sehen, dann geht der Preis der Anleihe runter. Aber dafür hast du höhere Zinsen. Und dann wird es natürlich irgendwann interessant, in die Anleihen zu investieren, wenn man davon ausgeht, dass die Zinsen nur bedingt steigen können und irgendwann wieder fallen werden, weil dann muss der Anleihenpreis natürlich wieder steigen. Und wir sehen jetzt auf jeden Fall hier, dass die US-Staatsanleihen wieder sehr interessant werden, dass gerade sehr viel Kapital nach Amerika fließt, einfach deswegen, weil die Renditen von Amerika höher sind als die Renditen von 13 der 18 anderen entwickelten Länder. Das bedeutet, die Amerikaner haben einfach mit an die höchsten Renditen oder eine der höchsten Renditen gerade auf Staatsanleihen. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Cash is trash. Wie oft hört man das? Das heißt ja immer, Ray Dalio sagt das immer, Cash is Trash. Wir sehen aber, innerhalb der letzten Monate war absolut das Gegenteil der Fall. Das bedeutet, Cash war King. Das bedeutet, jeder, der eine ordentliche Cash-Position aufgebaut hat, freut sich, weil wir sehen das hier am Chart. Der US-Dollar hat einfach fast alles outperformed. Der US-Dollar hat sich vor allem gegenüber anderen Währungspaaren, zum Beispiel dem Euro oder dem japanischen Yen wahnsinnig stark behauptet und das hat eben den Grund, den ich gerade mit der vorigen Slidefolie einmal angesprochen habe. Es fließt gerade sehr viel Geld in die USA. Alles bricht gerade zusammen, alles fällt, was Aktien und Anleihen anbelangt und irgendwo müssen die Leute aber ihr Geld parken. Deswegen parken sie es jetzt momentan überwiegend in Dollar und dann sukzessive mehr und mehr in Anleihen, weil die Renditen hochgehen und dann später eben in Aktien. Wenn wir uns jetzt halt einmal anschauen, was macht die Fed, dann haben wir einfach gerade die bizarre Situation, dass wir wahnsinnig hohe Inflation haben und der Arbeitsmarkt sieht auch sehr gut aus, wenn wir uns im Detail einschauen, also wirklich detailliert reinschauen, das mache ich jetzt halt hier nicht, das mache ich dann im Report, dann sehen wir, dass auch der Arbeitsmarkt langsam zurückgeht, aber momentan läuft er sehr stark. Die Fed sagt hier selber, wenn es um die Frage geht, wird dieser Zinszyklus, also das Erheben oder Anheben der Zinsen, die Wirtschaft in eine Rezession reinbringen, sagt Jerome, also Chairman der Fed selber, es wird nicht leicht sein. Und hierbei ist eben ganz wichtig zu verstehen, dass die Zentralbanken eigentlich immer dem Zyklus hinterherhinken. Das bedeutet, die Zentralbanken haben viel zu spät verstanden, wie stark die Inflation ist, dass sie nicht so transitory, also nicht so vorübergehend ist, wie man sich das erwünscht hätte. Und jetzt ist eben davon auch auszugehen, dass die Zentralbanken wieder ein wenig zu spät sein werden mit den Zinserhebungen. Denn sie werden jetzt die Zinsen so weit heben und vermutlich nach oben übertreiben, damit die Wirtschaft abwürgen, in eine Rezession treiben und dann aber die Zinsen wieder sinken.
sinken müssen. Und wenn sie die Zinsen wieder senken müssen, dann entstehen die interessanten Chancen. Und diese Chancen wollen wir natürlich nicht verpassen. Das ist ganz wichtig. So, und wir sehen es hier eben auch. Der Markt ist immer einen Schritt voraus. Das bedeutet, die 10-jährigen Staatsanleihen, das sind immer die, die interessant sind, die US 10-Year Treasuries, die heißen vom Ticker her TLT, die erreichen immer ihr Top, also die Zinsen dieser Staatsanleihen erreichen immer ihr Top und damit der Preis immer den Boden, bevor die Rezession ausgerufen wird. Also das bedeutet, der Markt ist zukunftsorientiert oder forward thinking, sagt man auch im Englischen. Und das bedeutet, der Markt preist die Rezession ein, bevor sie verkündet wird. Das bedeutet, wenn du hörst, oh Rezession, Rezession, ist es eigentlich schon zu spät. Und wir sehen hier das zum Beispiel an den Beispielen der Vergangenheit. Wir sehen, das Zinshoch war bei 6,7% im Juni 2002 und die Rezession war dann 2001. Wir sehen es auch 2006, da hatten wir ein Hoch der Zinsen um 5,1%, aber erst 18 Monate später folgte dann die Rezession. Das bedeutet, wenn du Rezession hörst, ist es eigentlich schon zu spät. Du musst eigentlich jetzt bereits drauf reagieren, sonst ist es schon eingepreist. Jetzt geht es um die Frage eines Soft Landings. Diese sogenannte weiche Landung, die gerade sehr viel besprochen wird, bedeutet, schafft die Fed es, die Zinsen zu erhöhen, ohne dabei die Wirtschaft abzuwürgen. Denn normalerweise, und das sehen wir hier, die bei den letzten 11 Rezessionen war es immer so, die Fed hat die Zinsen erhöht, einfach weil sie die Zinsen erhöhen musste. Aufgrund der Inflation hat die Fed die Zinsen erhöht oder weil die Wirtschaft zu heiß angelaufen ist, hat die Fed die Zinsen erhöht. Und dann hat man aber immer überschossen. Das bedeutet, man hat die Zinsen zu weit erhöht. Das ist das, was ich anfangs erwähnt habe. Gibt es natürlich auch eine lange Diskussion, ob man überhaupt wissen kann, wie die Zinsen erhöht werden müssen. Da gibt es stundenlang Literatur, da will ich aber jetzt nicht zu sehr eintauchen. Aber sie erhöht die Zinsen zu stark, wirkt die Wirtschaft ab und die Wirtschaft geht in eine Rezession. Es gibt davon drei Ausnahmen. Man spricht von drei weichen Landungen im Jahr 66, 84 und 96. Aber im Regelfall passiert eben Folgendes. Die Fed erhöht die Zinsen zu stark. Wir haben eine Rezession, was eine super Einstiegsmöglichkeit ist für Aktien und auch teilweise manche Risk-on-Assets. Denn dann müssen die Zinsen wieder gesenkt werden, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und wenn die Zinsen wieder gesenkt wird, geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Kurz nochmal die genaue, detaillierte Beschreibung des Problems. Was ist das Problem? Wir haben einfach jede Krise mit billigem Geld gelöst. Das geht viel weiter zurück, als ich das hier aufgeschrieben habe, aber ich kann jetzt nicht Stunden reden. Im Endeffekt sehen wir, 2008 hatten wir eine Bilanzsumme von 900 Billionen. Das bedeutet, das, was die Zentralbank, die amerikanische Zentralbank in ihrer Bilanz hat, sind 900 Billionen. Also die kann einfach Geld drucken und wenn die Geld druckt, muss sie dafür irgendwas kaufen. Und dann hat sie das Geld gedruckt auf der einen Seite, auf der Soll-Seite und auf der Haben-Seite hat sie dann eingekauft. Das sind jetzt halt die Staatsanleihen. Jetzt hat sie dann 900 Billionen. Jetzt hat man gedruckt und gedruckt und gedruckt. Und jetzt sind wir auf einmal bei 9, es sind dann aber nicht mehr Billionen, sondern wir sind jetzt bei 9 Trillionen. Also wir gehen immer, immer, immer mehr. Da ist ein Schreibfehler in der Folie. Das bedeutet, wir haben die Zentralbankgeldmenge verzehnfacht. Und das ist wirklich etwas, das muss man sich vorstellen. Die Zentralbank hat einfach Geld gedruckt, das können die aus dem Nichts schaffen und hat dafür einen Haufen Staatsanleihen, und hier steht eben auch drin, was sie gekauft haben, vor allem Staatsanleihen und Kredite. Und das haben sie jetzt in ihrer Bilanz. Und deswegen bläht sich die Bilanz immer weiter auf. Und jetzt ist aber das große Thema, jetzt möchten sie eigentlich wieder diese ganzen Anleihen verkaufen. Und damit das Geld dann wieder einsammeln. Und wenn du Anleihen verkaufst, kriegst du ja Geld dafür und das verbrennen. Und wir sehen eben hier, wie sie immer versuchen, ich kann das hier mal einzeigen, hier versuchen sie immer die Zentralbankbilanz zu reduzieren, aber es klappt nicht. Hier versuchen sie die Zentralbankbilanz zu reduzieren, aber es klappt nicht so richtig. Und im Endeffekt ist wieder davon auszugehen, sie versuchen es, würgen die Wirtschaft ab und dann müssen sie vermutlich erst wieder Zinsen senken, dann sind die Zinsen wieder bei Null und dann wieder Geld drucken. Das ist, was dann passiert. Es ist ganz wichtig zu verstehen. Bitcoin ist deswegen so gestiegen und alle Kryptowährungen,
sind deswegen so gestiegen, weil die einfach brutal viel Geld gedruckt haben. Und wenn die brutal viel Geld drucken, fließt einfach ein kleiner Teil dieses Geldes, und das ist brutal viel Geld, und ein kleiner Teil dieses Geldes fließt dann in Bitcoin. Und ein noch kleinerer Teil in andere Assets. Und dann passiert auf einmal Folgendes, sie hören auf, Geld zu drucken. Und wenn sie aufhören, Geld zu drucken, hier wollen sie sogar Staatsanleihen verkaufen. Das machen sie eben jetzt, und das ist ganz wichtig, sie verkaufen. Jetzt ist ein brutaler Schock für die Wirtschaft. Das kannst du dir vorstellen wie einen Drogenabhängigen, den du immer spritzt, 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 und auf einmal spritzt du nicht mehr, und der muss jetzt Leistung bringen. Und das klappt einfach vermutlich nicht gut, und das werden wir jetzt halt dann mit der Rezession sehen. Und dann werden wir vermutlich wieder spritzen. Und deswegen ist Bitcoin so eingebrochen. Wann kauft man wieder Bitcoin? Wenn wieder Geld gedruckt wird. Und das ist eben das, was man verstehen muss. Hier sieht man es auch bei den Mortgage-Backed Securities, also bei den Immobilienkrediten, die sie da immer kaufen. Jetzt hat, soweit mal dieses Thema, Peak-Inflation. Nächstes Thema, ganz, ganz wichtig. Ist jetzt vielleicht die Inflation am Höhepunkt angekommen? Denn wenn du Geld verdienen willst, bringt es eigentlich nichts, mit der Masse zu gehen. Du musst eigentlich an der Börse musst du eigentlich Bets machen, also auf eine Sache wetten, die nicht dem Mainstream entspricht, weil sonst ist sie eingepreist und sonst kannst du keine Rendite machen. Wir sehen eben hier jetzt, dass die Inflation eigentlich bald runtergehen sollte, denn wir haben hier Zurückhaltung bei den Händlern. Also wir sehen hier, dass die Händler viel weniger einkaufen. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass sie im letzten Quartal viel zu viel eingekauft haben. Und weil sie viel zu viel eingekauft haben, sind jetzt die ganzen Lagerbestände voll. Weil die ganzen Lagerbestände voll werden, die Konsumenten gerade aber nicht so viel konsumieren, weil Inflation und weil sie Angst haben und nicht wissen, wie die Zukunft ist und so weiter, sitzen die ganzen Händler auf ihren vollen Lagerhäusern. Deswegen sind ja auch Walmart und die ganzen Aktien so stark eingebrochen. Jetzt haben sie diese vollen Lagerbestände und die müssen sie jetzt abbauen. Und in dieser Zeit bestellen sie nichts und kaufen sie nichts. Das bedeutet, weil eben dieser Rückgang im Konsumverhalten, dieser Abbau der Lagerbestände führt aber dazu, dass weniger produziert wird. Und das geht eben langsam, führt sich das auf die Wirtschaft zurück und irgendwann hat man dann meistens eine Rezession. Wir sehen hier auch noch, das ist noch wichtig, also 0,8% von diesen 1,4% BIP-Rückgang, das die amerikanische Wirtschaft im ersten Quartal hatte, ist eben auf diesen Abbau der Lagerbestände zurückzuführen. Die Rezession 73, 75 war aus genau dem gleichen Grund, das ist ganz wichtig, das zu studieren. Jetzt sehen wir hier auch, dass die Waren langsam ankommen und die Lieferketten sich entspannen oder entstauen. Und das sehen wir hier an den Containerschiffen, die eben wegen den ganzen Covid-Problemen nicht abladen konnten, jetzt langsam abladen, dann kommt das ganze Zeug ins Lager, ins Land rein, aber die ganzen Lager sind eh voll. Und dann gibt es natürlich einen Stopp an Nachbestellungen und dann gibt es langsam eine Rezession. Zukommend haben wir noch das Consumer-Sentiment, das wirklich schlecht ist. Das bedeutet einfach, dass auch die Konsumenten nicht wirklich konsumieren wollen oder weniger konsumieren. Dann haben wir noch einen ganz wirklich wichtigen Chart. Wir sehen hier, dass es einen realen Kaufkraftverlust gibt. Das heißt, die Inflation ist höher als die Löhne steigen. Und das ist ganz wichtig, weil das bedeutet, dass netto den Leuten weniger in der Kasse sitzt. Und dann können sie natürlich weniger konsumieren. Und wenn sie weniger konsumieren, wird die Wirtschaft nicht so gut laufen. Jetzt ist ein ganz wichtiger weiterer Punkt, ob die Inflation bleibt, sich festsetzt oder nicht. Da haben wir jetzt zwei Punkte, einmal dafür und einmal dagegen. Und was dagegen spricht, dass die Inflation sich festsetzt, ist, dass die Inflationserwartung sich noch nicht in den Köpfen der Leute stark etabliert hat. Wir sehen hier, die Leute gehen immer noch davon aus, dass wir in 3 Jahren viel weniger Inflation haben werden. Das ist ganz wichtig, weil das war in den 70er Jahren, da wird die oft referenziert, nicht so. In den 70er Jahren war die Inflationserwartung immer höher. Und dann hat man eben diesen sich selbst verstärkenden Effekt noch viel stärker. Wir haben aber dennoch in Amerika eine Lohnpreisspirale, weil die Löhne stärker steigen und die Mieten steigen langsam auch und die machen ein Drittel des Konsumentenkorbs aus, also zeigen sich dann schon durch die Inflation durchschlagen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt der Inflationserwartung, dass der noch nicht drin ist. Das bedeutet, die Leute sind noch nicht so, dass sie jetzt alles verkonsumieren. Aber das ist wichtig, das ist vor allem in den USA hier, ne? Und jetzt nicht in Europa. Aber so sind die Leute noch nicht drauf, dass sie jetzt alles verkonsumieren, weil sie sagen, morgen ist das Geld nichts mehr wert. Jetzt die allentscheidende Frage, sollen wir Aktien kaufen? Und das ist
eine wirklich schwierige Frage. Wir sehen hier, dass seit den 1950er Jahren der S&P 500 17 mal 15% korrigiert hat. Und was ganz wichtig ist, die Erholung, also die nachhaltige Erholung, die dann in einem neuen Bullenmarkt endet, fand aber immer erst dann statt, wenn die Zinsen gesenkt worden sind. Und das ist eine ganz wichtige Korrelation, die wir hier sehen zwischen der Geldmenge und dem S&P 500. Die ist positiv. Das bedeutet, wenn Geld gedruckt wird, dann steigen Aktien. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir uns jetzt hier die Frage stellen, wie weit kann es noch fallen, dann sehen wir hier nach einer Untersuchung der Deutschen Bank, ist seit 1946 im Durchschnitt bei einer Rezession der S&P um 24% gefallen. Das bedeutet, laut diesem könnten wir schon relativ nahe am Boden sein. Wir sind um die 21% gefallen. Ich würde sagen, die Zinskrise ist auf jeden Fall eingepreist. Also, dass die Zinsen steigen, das ist, ja genau, die Zinsen steigen, ist eingepreist. Die Frage ist aber, ob eine Gewinnrezession eingepreist ist. Das bedeutet, die Frage ist, ob eingepreist ist, dass eventuell die Gewinne, die jetzt reported werden, schlechter ausfallen, als man sich das erwartet hat. Ich habe dazu ein ganzes Video gemacht, vielleicht verlinke ich das mal. Es geht darum, dass die jetzigen KGVs, Bewertungen am Aktienmarkt aufgrund von Schätzungen basieren. Und die Schätzungen können natürlich falsch sein. Und die Schätzungen der Analysten, da wird einfach immer das Wirtschaftswachstum in die Zukunft prognostiziert. Und wenn wir jetzt halt eine Rezession bekommen, dann haben die eben weniger Gewinne. Und wenn die weniger Gewinne haben, sind auf einmal die Aktien zu teuer und müssen abverkauft werden. Und dann zu guter Letzt, nowhere to hide. Wir sehen hier im S&P 500 die Sektor-Performance. Und wir sehen, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, wie man in einer solchen Phase investieren will, wenn man mit Aktien investiert, denn fast alle Sektoren oder beziehungsweise alle Sektoren im Schnitt sind geschlagen in der Rezession. Es ist dieses Mal ein bisschen anders, gerade weil die Energiekrise ist, ist natürlich der Energiesektor so stark gestiegen. Wir sehen aber jetzt halt auch wieder einen brutalen Abverkauf, weil langsam die Rezession in den Energiesektor eingepreist wird. Und genau aus diesem Grund sollte man sich dann vielleicht auch mal überlegen, irgendwann da wieder einzusteigen. Aber die Rezession wird gerade eingepreist im Energiesektor und deswegen jetzt die starken Kursrückgänge. Zusammenfassend, es wird gerade eine harte Zeit. Die ist einfach gerade am Start, was Investieren angeht. Das Wichtige ist, diesen Zinszyklus zu verstehen. Das Wichtige an euch ist vielleicht wirklich, es gibt bestimmt welche, die viele positive Erfahrungen in den letzten Monaten gemacht haben. Manche haben sehr viel Geld verloren. Wie auch immer das bei dir der Fall ist, du solltest voll einsteigen, anfangen, wirklich die Wirtschaft zu verstehen. Du solltest wirklich anfangen, dich einzulesen. Und an alle, die den Report lesen wollen. Ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr mich vor allem motiviert. Es geht hier wirklich darum, so einen Report zu schreiben, ist viel Arbeit. Wenn ich den gratis raushau, ist bei mir die Motivation und auch die Obligation, es dann tatsächlich zu machen, nicht verbindlich. Wenn ich weiß, ich habe da eine gewisse Anzahl an Leuten, die drauf warten, die auch dafür bezahlen, dann schreibe ich den Report immer und diese Videos werden natürlich immer kostenlos bleiben. Das primäre Ziel hinter diesem YouTube-Kanal ist es nicht, Geld zu verdienen. In diesem Sinn, ich freue mich wahnsinnig über euer Feedback und wir sehen uns zum nächsten Video.